Achtung, Sicherheitshinweis. Wenn ihr einen Boomer zu Hause habt, solltet ihr dieses Video unbedingt zu Ende schauen. Denn viele Kinder wissen gar nicht, was ihre Eltern so im Internet treiben. Denken, ah, der spielt nur ein bisschen Candy Crush und verzockt seine Rente. Aber nein, er radikalisiert sich mit Memes. Es fängt harmlos an mit Dad-Jokes. Hallo, Junge. Hyper, hyper. Ich meine, er ist flach, aber ich finde ihn okay. Nein. Doch schnell schleicht sich die Politik in die harmlosen Jokes rein. Moin. Das ist kulturelle Aneignung. Erst teilen sie die Sachen und dann sind sie hooked und fangen selber an, Sachen zu drehen. Und da wird's schlimm. Ja. Und genau deswegen dürfen alte Menschen nicht auf die Spielplätze. Die Boomer packen dann die üblichen Jokes raus, die man noch nie gehört hat. Ein Auto bei 28 Grad 10 Minuten in der Sonne stehen zu lassen, dabei erhitzt es sich im Innenraum schon mal auf 35 Grad. Lasst kein Bier im Auto. Das ist Bierquälerei. Bier gut. Aber wisst ihr, was nicht gut ist? Ihr werdet es kaum glauben. Frau. Jungs, stellt euch die perfekte Frau zusammen. Ihr habt 10 Euro. Treu, 800 Euro. Schlau, 35 Euro. Hübsch, 68 Euro. Nervig, 10 Euro. Lustig, 39 Euro. Oh, was nehme ich da nur? Ach, ich kann ja nur nervig nehmen. Oh, weil jede Frau ist nervig. Oh. Aber man muss halt auch so Verteidigung sagen. Boomer-Frauen erstellen sowas. Sowas kommt von Boomer-Frauen, nicht Boomer-Männern. Und man muss es jetzt nicht mal lesen, was da steht. Ihr könnt den Text gerne anhalten, der ist scheiße. Aber guckt es euch einfach an. Guckt es euch an. Und sterbt. Aber ob Boomer-Mann oder Boomer-Frau, beide lachen über sowas hier. In Berlin bist du am Montag Mann, Dienstag Frau und Mittwoch Straßenschild. Lieber Mittwochs Straßenschild als 7 Tage die Woche Mario Barth. Das ist auch ein Scheißwitz. Ja. Aber mit so einer Vorlage, was soll man auch machen? Jeder weiß, gute Jokes müssen immer ein Opfer haben. Veganer-Torte. Ha, 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 ha. Ich würd's essen. Bist ja auch vegan. Du Salatfresser, du. Und wer ist da immer ein gutes Ziel? Die unerfahrene Jugend. Ich war dabei, als unsere Eltern uns lehrten, im Bus aufzustehen, um älteren Leuten den Platz anzubieten. Oh, wie stolz man war, als es angenommen wurde. Das nennt man Respekt. Der Post ist jetzt nicht so interessant, sondern eher die Kommentare. Heute ist man als Älterer froh, wenn man im Bus von jungen Leuten nicht zusammengeschlagen wird. Die Jugend sitzt im Unterricht ewig und wir, die von der Arbeit kommen, stundenlang von A nach B gerannt sind, dürfen stehen. Gut, dass ich derart selten mit Bus und Bahn fahre. Da radel ich lieber und hab noch frische Luft. Mag gar nicht weiter ausholen, was ich sonst noch beobachte. Sonst werde ich noch gesperrt. Ach ja, man denkt sich irgendwas über eine Gruppe auf, was nicht stimmt, und dann bestätigt man sich gegenseitig. Als Mensch mit Kinderwagen kann ich definitiv sagen, es sind nicht die Jugendlichen, die das Problem sind. Bei dem Bild ist es ein bisschen schwierig, da fehlt der Kontext. Man kann es also auf zwei Art und Weisen interpretieren. A, dumme Jugend, die will nicht arbeiten und guckt den Alten dabei nur zu. Und B, die Politik hat dafür gesorgt, dass alte Menschen nicht aufhören können zu arbeiten, während junge Menschen keine Jobs finden. Aber wo wir schon bei schlechter Politik sind, die Ampelleute. Boah, wusstet ihr, wenn ihr die Farben von den Parteien zusammenmischt, dann kommt Braun raus. Das habt ihr damals beim Wählen nicht beachtet, ha? Huh? Ja, ja, die Boomer schon. Die denken nämlich outside of the box. Boomer wissen noch, wie man mit grünen Wählern umzugehen hat. Papa? Ja? Wenn ich groß bin, wähle ich die Grünen. Wow. Seine Kinder missbrauchen für TikTok-Witze ist ein bisschen lame. Grüne doof. Hey, und ihr denkt, dass ihr irgendwas ändert, indem ihr euch vegan ernährt und CO2 einspart? Dieser Typ, der hat ein scheiß Monatsgehalt für Böller ausgegeben. Boom, da habt ihr es, ihr blöden Greta Grün. Was für ein Chat, Mann. Danke, dass du für uns im wahrsten Sinne des Wortes ein ganzes Monatsgehalt verbrennst. Ne, merkt ihr langsam, wie harmlose Witze sich so langsam schneeballen können? Ohne Hirn und Arbeitgeber wird man einfach Klimakleber. Ja, Jürgens lustige Lachseiten, der hat's durchschaut. China baut 216 neue Flughäfen und wir glauben, das Fahrrad ist das Verkehrsmittel der Zukunft. Gottverdammt, ja, hätte ich nur einen scheiß Flughafen vor meiner Haustür, dann müsste ich nicht mehr mit dem Fahrrad 20 Minuten zum Büro fahren, sondern könnte einfach 2 Stunden im Security-Check stehen und einfach rüberdüsen. Denn ey, wenn du keinen Treibstoff verbrauchst, dann fühle ich mich einfach schwul. Denkt immer dran, Kinder, euer Auto muss super viel Leistung haben, auch wenn ihr es niemals nutzt, weil sonst bist du Schmutz. Ich bin übrigens so alt, ich habe schon BSE, Tschernobyl, das Ozonloch, den sauren Regen.
das große Waldsterben, Beine- und Hühnergrippe und so einiges mehr überlebt. Ich fürchte weder Diesel noch Feinstaub. Wow, Probleme, gegen die auch wirklich überhaupt nie was gemacht wurde, damit sie nicht noch schlimmer werden. Es gab wahrscheinlich auch nie irgendwelche internationalen Maßnahmen, um zum Beispiel das Ozonloch zu flicken, wo sie alle ein paar Regeln gehalten haben, damit es nicht noch schlimmer wird. Jedoch fürchte ich die jetzige Regierung. Wow, davor fürchtest du dich? Warum denn? Ich meine, hast du Angst, schwul zu werden? Unser Hof hat Napoleon, Hitler, Stalin und Co. überlebt. Unser Hof überlebt auch die Grünen. Wow. Wäre auch echt peinlich, wenn die Krieg und Faschismus überlebt, aber dann keine gestrichenen Subventionen. Warum regen sich manche Leute über 30 Grad in Deutschland auf und reden von Klimahölle, fliegen dann aber nach Ägypten und in die Türkei, um bei 40 Grad in der Sonne zu schmoren? Ja, Mann. Warum in den Urlaub fliegen, um nur temporär eine neue Klimazone zu erleben? Wenn man doch einfach den ganzen Planeten aufheizen kann, um diese Klimazone zu sich zu schieben. Außerdem haben wir dann endlich in der Türkei den Nether. Ja, Mann, ich brauch Glowstone. Und natürlich darf der Klassiker auch nicht fehlen. Es sind Minusgrade draußen. Wo Erderwärmung? Yeah, es ist absolut peinlich, wie man so selbstbewusst zeigen kann, dass man simple wissenschaftliche Zusammenhänge nicht versteht. Yeah! Warte mal, das ist falsch rum. Hier sind wir langsam am Grund des Rapid Holes. Hier beginnt dann einfach Rassismus. Keine Ahnung, was man dazu noch sagen soll. Und die absolut verrückten Verschwörungen. Ich meine die Wahrheiten, die uns die Regierung verschweigt. Wie, ne, bei den Hochwassern? Ja, da wurden 600 Babyleichen aus Tunneln gespült. Ne, die Babys, wo das Andochrom oder wie auch immer das heißt, ausgezapft wird. Wie aus so einem Bierfass. Ja. Das ist alles so im unterirdischen Tunnelsystem, was Trump bekämpft und da gibt's krass Kriege und sowas. Das kriegen wir alles nur nicht mit. Und es ist auch, ne, absolut realistisch, dass 600 Babyleichen irgendwo aufkommen und das niemand mitkriegt. Außer dieser Typ aus der WhatsApp-Gruppe. Ja, und ja, das ist Kanon, das glauben die Leute wirklich. Also nicht Canon, sondern Quanon, ne, dieses Q. Das ist das, woran die glauben. Hier ist was für Steven. Ja. Ihr habt's mitbekommen. Das Auswärtstrikot der Fußballmannschaft ist rosa. Mhm. Das ist schwul. Das ist alles ein Plan, um damit die Bevölkerung nicht weiter wächst, werden wir verschwul. Das hat alles der Klaus Schwab und Bill Gates eingefädelt, ne? Und bitte, Leute, wacht auf. Ich als Vater ist mir das sehr wichtig. Bekämpft endlich Windräder, weil Babys hassen Windräder. Oder so. Ich habe keine Ahnung, warum ein Baby ein Windrad hassen sollte. Wir haben jetzt noch nicht so viele Windräder gesehen, aber Kräne, Alter. Der Kleine liebt Kräne. Und Bagger. Ich meine, für Leute, die halt mit Windrädern aufgewachsen sind, so wie wir, es ist halt so völlig normal. Also ich finde, das ist ein Zeichen des Fortschritts und des grünen Lebens. Nämlich, mach mir Angst. Deutscher, bedenke stets, von den 4 Besatzern ließ dich nur Russland frei. Ich bin nicht der größte Geschichtsexperte, aber gab es noch eine andere Zeit, wo wir von 4 Mächten besetzt wurden, als nach dem Zweiten Weltkrieg? Weil meint ja tatsächlich, dass die Menschen in der DDR frei waren, aber die Leute im Westen, die von den Franzosen, den Briten und den Amerikanern besetzt wurden, nicht? Unser wahrer Feind ist der grüne Linksfaschismus, nicht die Russen. Genau. Das wirklich Schlimme ist diese demokratische gewählte Partei, die man eventuell nicht selber gewählt hat, aber jetzt halt als Regierung hat, weil man in einer Demokratie wählt und nicht dieses Land, was Millionen von Menschen tötet, Warum machen die es nochmal? Ach so, Nazis bekämpfen. Ach stimmt, ach, das ist ja gut. Die bekämpfen ja Nazis. Und außerdem sind die sich auch alle einig, wen sie wählen wollen. Weil das einfach, stimmt. Ja, weil einfach so gut ist. Dating-Tipps sind auch immer gut. Spickzettel fürs erste Date. Geimpft, links-grün-Tendenz, studiert oder indoktriniert, Corona-Maßnahmen gerechtfertigt, Fahrrad oder SUV. Wie viel Angst hast du vom Wetter? Ukraine-Krieg, Migration, deutsche Wirtschaft, Supi oder im Gulli? Pick dir einfach mal so eine Sache raus. So, stell dir vor, du bist auf so einem Date und jemand fragt dich, wie findest du unsere deutsche Wirtschaft? Findest du sie gut oder schlecht? Ist so, what the fuck off. Was ist das für eine Frage? Wie viel Angst hast du vom Wetter? Ist so. Ich wüsste nicht mal, was ich darauf sagen soll. Also ich habe Respekt vor Tornados, muss ich sagen. Aber ey, wenn ihr nicht richtig antwortet, Leute, kein Sex. Kein Sex mit den Geimpften. Ach, schade. Kann ich mich nochmal unimpfen? So? Entimpfen, ja. Und kann der Hut anbleiben? Das Lustige dabei, finde ich, ist, dass wir so ein großes Ding aus der Impfung machen. Ich meine, sonst gibt jetzt eigentlich niemand mehr einen Fick auf die Impfung, so. Aber sehr viele Leute schreiben noch ungeimpft in ihre Profile, so als so stolzes Ding ist, so, yo. Hä, wie viele Leute haben jetzt die Impfung denn ja getötet, so, also, wovor hatten die jetzt... 5. Wovor hatten die denn jetzt Angst? Ich glaub, Herzschäden. Und da gibt es so vielleicht auch so einen ganz kleinen Zusammenhang ein bisschen. Deshalb ja, dass irgendwie bei Männern unter 30 die eine Sache nicht geimpft wurde und so. Aber ich lebe. Das ist gut. Aber in dem Post steckt eine halbe Wahrheit. Covid gab es, um herauszufinden, wie weit sich Menschen unterdrücken lassen und wie viel sie sich gefallen lassen. Covid war ein Intelligenztest. Die meisten sind durchgefallen. Ich meine... Das mit dem Unterdrücken ist so, hä? Aber ja, es war ein Intelligenztest und die meisten sind durchgefallen. Wir waren alle sehr dumm. Nicht nur die Schwurbler, wir waren alle sehr dumm. Ich finde, das kann man zustimmen, ja, oder? Ja, doch. Ja. Wir waren schon sehr dumm. Man erinnert euch noch an Klopapiermangel oder dass Leute kiloweise Mehl gekauft haben? Weil, hey, ich ernähre mich einfach von Mehl. Tonnen von Mehl. Ja, Menschen waren sehr dumm. Ich finde, denen kann ich zustimmen. Ich hoffe, wir konnten euch heute zeigen, wie gefährlich das Internet für Boomer sein kann. Also passt auf, was eure Eltern im Internet konsumieren. Nehmt es ihnen am besten komplett
komplett weg. Aber wahrscheinlich ist es eh schon zu spät. Vielleicht kann uns am Ende nur ein schwarzes Loch von dieser Dummheit erlösen. Rick, das existiert gar nicht. Das ist doch nur gefotoshoppt. Photoshop? Sind die etwa unfähig, so ein schwarzes Loch zu fotografieren? Ist das etwa so kompliziert? Was wollen die mir sagen? Dass sie eine Satellitenschüssel brauchen, die so groß ist wie die Erde? Lächerlich. Mache ich mit meinem Smartphone. Einmal klick. Ist es etwa schwer, etwas zu fotografieren, was jegliches Licht einsaugt? Hä? Sind die dumm oder so? Pixar didn't happen.